S2000 sieht man vor allem bei uns nicht alle Tage. Werte Dame, bitte drückt drauf. Oh. Ach Mann, hier muss Sprit gespart werden. Übrigens, da wollen wir hin. Genau in dieses Etablissement. Und der Lensflare ist so schön. Oh, geil. Schaut euch das mal an. Oh, da geht mir schön ab. Ja, das ist auf jeden Fall mal der Eingang zu einer stabilen Gun Range. Junge, Junge. Okay, okay, okay. Junge, das ist einfach Amerika. Battlefield Vegas heißt das hier und hier soll man 50 BMG schießen dürfen. Okay, der hier lebt auf jeden Fall den verdammten Traum. Dem gehört wahrscheinlich die Gun Range. Junge, Junge. Was für ein wunderschönes Fahrzeug. Die sind aber auch nicht von schlechten Eltern. Ganz und gar nicht. Und die da ist recht nicht. Alles ganz normal. Ich habe jetzt das hier bekommen. Ich bin Nummer 49 und warte darauf. Die M82 Barrett 50 Cal da hinten zu schießen. $35 hat mich das jetzt gekostet. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Alter, ich habe wirklich alles, kann man sagen, schon geschossen, außer das. Und bin gespannt. Das ist was wirklich sehr krank ist. Hier gibt es für $350 100 Schuss Minigun. Also wirklich Minigun. Das, was sich dann so dreht und. Ah, ist völlig gestört, Alter. Was für ein wilder Laden. Junge. Dieses Getränk hier ist zwar Zero, aber dieser Energy Drink ist voll mit Dingen, die, sehr gesund sind. Das legendäre Energie liefern, epischen Fokus und ja, das sind mir zu viele Zahlen hier. Ich will es nochmal verkosten. Oh ja, das ist eine sehr gute Vorbereitung auf den Heart Attack Grill. Das. Das ist so krank, Alter. Das ist völlig krank. Junge. So, we're stuck waiting for now. Oh, jetzt wird alles vorbereitet. That one's gonna go, that one is gonna go. So we'll just take some time to watch and sit tight, okay? Also das war wirklich eine Erfahrung, das war es auf jeden Fall absolut wert. Das hat so geknallt, der hat ja vorher nochmal gesagt, ey, one round, 50 BMG und so, alle sollen hier aufpassen. Also ich habe ehrlich gesagt mich nicht getraut, so richtig zu zielen, weil ich Angst hatte, dass das Scope halt sich nähert. So, ich will ja keinen Ring haben, aber das M82 hat ja komplett das abgefedert, also den ganzen Rückstoß im Prinzip geschluckt. Das ist absolut krass, Alter. Junge. Also, naja, ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar nicht so wirklich gezielt. Aber getroffen habe ich ja irgendwie schon.